Okay, beim letzten Mal war der Ton dann zu laut. Das tut mir leid. Ich habe ihn jetzt wieder unter 90% gemacht und damit herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, wo Alexa Sport macht, allerdings auf dem Bürgersteig. Und die Salma, die uns eingeladen hat, die ist abgehauen gerade. Okay. Also sorry für den Ton. Ich hatte ja gesagt, ich habe ihn auf 100% gemacht und ja, ich habe da wohl ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Du kannst hier energiegeladenes Training machen. Und ich möchte da ganz gerne dabei den Kanal schauen, würde ich jetzt nicht. Ich würde den Fernseher einfach nur anmachen. Kann man den nicht anmachen? Fernsehen. Jason! Guten Tag! Wer bist du? Don. Ah, Don, mit denen hatten wir aber auch schon mal zu tun. Ich glaube zwar nicht hier in der Staffel, aber ich glaube in der Runaway Teen Challenge hatten wir dann mal zu kämpfen mit ihm. Wer bist du? Garvin Richards! Alle in Rot. Außer sie. Sie ist der Außenseiter. Sie tanzt ja auch, sie trainiert ja nicht. Ja, gut, jetzt sind wir hier machen Sport. Da kommt die Tina. Tina ist auch überall, oder? Jetzt kommt Zelda wahrscheinlich. Nein, da kommt die Liberty. Liberty haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und wieso kommt die hier hin zum Sport machen? Ihr habt ein Fitnesscenter unten im. Also Fitnesscenter. Fitnesscenter im Keller. Ihr habt einen Fitnessraum im Keller. Wieso kommt ihr hierher zum Sport machen? Wer bist du? Johnny. Ach, das ist der Johnny Schwarz. Hallo, Johnny. Sprechen wir den Johnny doch einfach mal an. Also kann er auch jetzt flirten, das ist ja kein Teenager mehr. Achso, sie hat ja gerade Fernsehen geschaut. Tag verschönern. Verschöner ihr mal den Tag. Sie ist gelangweilt. Oh Gott, über Interessen reden. Warum ist sie denn jetzt so plötzlich gelangweilt? Ah, nein, nicht gut. Auf Wiedersehen. See ya! Oh Mann. Von Neffings des Stehlens schwärmen. Oh nein, bitte nicht. Da müssen wir auch ein bisschen dran denken, dass sie ja jetzt kleptomanisch ist. Wieso guckt sie jetzt Fernsehen? Du sollst mit dem Johnny reden. Geh bitte hier hin. Hallo? Hier hingehen. So, Johnny, interessanter junger Mann. Nach Tag fragen. Zeige bitte Interesse am männlichen Objekt. Also mit Arun, das werde ich noch ein, zweimal probieren. Ansonsten kann sie ruhig tatsächlich ein bisschen mit der Evolina quatschen. Fände ich, flirten. Fände ich nämlich gar nicht mal so ein bisschen, also fände ich gar nicht verkehrt. Warum kommen die denn jetzt alle hier hin? Jetzt haben wir hier so ein Gruppending. Ich bin hier mit dem Typen ran und jetzt. Und sie ist immer noch gelangweilt. Oh. Oh, jetzt ist sie glücklich. Gott sei Dank. Fragen, ob Sing, ob. Ich kann nicht mehr reden. Ob Sim Single ist. Musik ist gerade super. Oh, Johnny ist Single. Aha, tratschen. Ich habe gerade, anstatt Tanztechniken, habe ich gerade was ganz anderes gelesen. Ich flirte mit ihm einfach mal. Da er ja Single ist. Und er geht auch direkt drauf ein. Machen wir das nochmal. Jetzt fühlt sie sich unwohl. Ja gut, sie ist todmüde, ne? Ja gut, dann fahren wir mit ihr jetzt auf jeden Fall nach Hause, weil sie muss sich hinlegen. Ich kann nicht reisen, weil das hier noch läuft. Ich mache das aber mal aus. Reisen! Tschüss, Johnny. Max, nee, Max, jetzt kommt das total Schwachsinn, weil sie geht da eh pennen. Aber wir laden dich irgendwann mal ein. Also mit Arun versuche ich es jetzt noch zwei. Dieses Haus, ne? Habe ich euch das Haus eigentlich schon mal gezeigt? Nee, ne? Weil dieses Haus ist quasi mein Wohngebäude. Und ich wohne hier. In der ersten Etage. Aber ich bin damit so unzufrieden,
dass ich euch das, glaube ich, nie gezeigt habe. Und im Übrigen ist das das Glashaus und das ist das Rainbow House. Genau, das ist das Glashaus, was ich letztens noch gebaut hatte, wovon ich euch erzählt hatte, als wir im Rainbow House waren. Da habe ich mich ja auch richtig reingesetzt, da habe ich auch richtig lange für gebraucht. Ich glaube, 3 oder 4 Abende habe ich daran verbracht. Und Abende meine ich eigentlich quasi die ganze Nacht. Gut, fahren wir mal nach Hause. Regina, so, ich schweife vom Thema ab. Arun. Ich möchte es ganz gerne noch 1-2 Mal probieren mit der Technik, die mir die Catalina dort empfohlen hat unter den Kommentaren. Wenn es keinen Erfolg ergibt, würde ich sagen, dass wir uns tatsächlich auf die Evolina einlassen. Ansonsten machen wir da einfach vielleicht auch weiter, dass wir sie ein bisschen anflirten und dann fragen können, ob sie Mitbewohner werden möchte. Und dann können wir das Flirten ja fallen lassen und gut ist. So, Gina, was machst du? Gehst du? Tschüss. Selbstsames Licht untersuchen. Wo ist denn die jetzt hin? Oh nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah je! Oh mein Gott, das hätte ich nicht erwartet, dass wir von Aliens entführt werden. Und warte mal ganz kurz, was und wer bist du? Ah, das ist die Ayaka. Ich glaube, die kennen wir. Nein, aber ich habe sie, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, krass. Wir wurden von Aliens entführt. Da ist unser Haus. Ich habe gerade unser Haus gesucht. Also die Gina. Wann kommt denn die wieder? Entführt werden. Also sie wird gerade noch entführt. Sie ist nicht schon, sie wird noch. Okay. Also Arun würde ich ganz gerne mal probieren und dann, wenn das eventuell dann so ultra scheitert, lassen wir uns eventuell doch auf Evolina ein. Ansonsten, wenn es klappt, vielleicht verfolgen wir trotzdem den Plan, dass wir sie irgendwie als Mitbewohner kriegen. Ansonsten lasse ich sie einfach da. Wo wohnt die eigentlich? Ich habe nämlich 2 Aliens. Ein Alien wohnt irgendwo random bei einer Familie in einem kleinen Haus und ein Alien wohnt in so einem großen, fetten Haus, welches noch nicht mal fertig ist. Was ich nämlich seit einem Jahr am Bauen bin. Das baue ich, seit es Zeit für Freunde gibt. Seitdem baue ich an diesem Haus. Untenrum, da waren wir auch schon mal. Unten ist es auch fertig. Da waren wir, glaube ich, in der Runaway Teen Challenge. Das ist dieses Haus mit dem ultralangen Gang unten, wo dieses riesengroße Spielding da steht. Dieser Spieleautomat, der große. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich versuche eigentlich normal zu reden, aber ich kenne mich. Ich bin immer lauter, als ich denke. Ich habe ja auch noch Kopfhörer an. Müsst ihr ja euch vorstellen, dass ich mich nicht gut höre. Und stopp. Wer bist du? Wer bist du? Kengo Ikeda. Ach, den ich ja. Wieso kennt den keiner? Ich will mir den mal anschauen. Wie es nicht funktioniert gerade. Es funktioniert nicht, ist mir jetzt egal. Den werden wir irgendwann nochmal wiedersehen. Ich habe einen Faden verloren. Achso, ich höre mich nicht. Aber ich habe das Mikrofon wieder leiser gemacht. Es ist jetzt bei 88%. Ich mal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten fummel ich gleich nochmal dran rum. Wie gesagt, sorry für die letzte Folge, dass sie ein bisschen lauter ist. Ich glaube, ich schreibe auch im Titel rein. Achtung, laut. Achtung, ich brülle euch entgegen. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber so ist das halt bei so Programmen und bei so einem guten Mikrofon, würde ich fast behaupten. Das ist dann plötzlich ultra laut ist, aber es ist nicht großartig, es ist ein bisschen übersteuert, aber ich glaube eher, dass es am, da kommen wir wieder, ich glaube eher, das liegt am Programm. Aber das alte Mikrofon, was ich hatte, das alte Standmikro, das Errungenschaft auf und davon, sorge dafür, dass 3 Sims von Aliens entführt werden. Okay. Achso, das ist hier. Wütend. Oha, entführt? Nichts bringt das Blut so sehr zum Kochen wie in ein
wie in ein Alien-Raumschiff gezerrt und gestoßen zu werden. Eigentlich wurdest du hochgebeamt, aber okay. Jetzt möchtest du dich beruhigen? Okay, mach das mal. Krass, sie ist wütend, dass sie vom Alien entführt wurde. Das hatte ich auch noch nicht, sonst hatte ich immer benommen. Aber witzig, dass sie von da oben aus das Licht da unten gesehen hat. Tschüss, Gina, ne? Tina wurde, glaube ich, Tina wurde vom Alien entführt, ne? Ich hätte ja immer noch ganz gerne die Rakete, ne? Ich möchte ja immer noch gerne mal zu diesem Alien-Gebiet. Und ich möchte immer noch gerne, das schaffen wir aber auch wirklich diesmal. Wir werden auch noch die Rakete, wir werden auch irgendwann hier in dieser Staffel auch ein Haus bauen. Wir bleiben nicht ewig hier leben. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Weil ich halt echt in dieser Staffel wirklich mal Sachen machen möchte, wie halt Stäbchenprofi. Okay. Gut. Ansonsten geht's dir aber gut, ne? Ansonsten geht's dir, bei dir glitzert auch nichts, oder? Ich weiß, man kann ja schwanger werden von Aliens, ich weiß aber nicht, ab wann müssen die dafür entführt werden? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich kann zumindest keinen Schwangerschaftstest machen. Aber ich glaube, dann ist das eh egal, ne? Ich weiß es nicht. Ich hatte noch keinen schwangeren Sim. So, Gina, du kannst auch kochen. Du hast zwar ein niedriges Level, aber du kannst es trotzdem. Und ich würde sagen, dass du Muerto, ne? Ja. Nee, das sind ja diese... Nee, für Vegetarier geeignet. Buntbarsch? Wir haben keinen Buntbarsch. Ist eigentlich auch egal, ne? Schokokekse, Käseaugäpfel. Bäh. Zombiekuchen, italienische Fleischbällchen. Ja, mach das mal. Koch mal bitte italienische Fleischbällchen. Achso, das ist im Inventar. Wo hat sie das Glas hingetan? Wahrscheinlich im Kühlschrank. Und gleich, wenn es Sonntagmorgen ist, da ist das Glas. Magst du mal kochen? Ich wollte das nicht unbedingt wissen, wo du das Glas herzauberst. Ist ja toll. Aber eigentlich sollst du kochen. Und oh, Paprika. Würde eigentlich schon fast sagen, dass wir dann nochmal den Aaron anrufen. Oder uns mit dem verabreden. Oh. Wir schneiden nur Paprika klein. Und dann haben wir Tomatensoße. Das musst du dir mal erklären, wie das funktioniert. Oh Gott. Ich war gerade wirklich in Gedanken und habe überlegt, man müsste, es gibt es bestimmt, aber ich dachte gerade so, ich müsste mal so ein Sims-Video in Real Life machen und dann kochen, aber dann die Olivenölflasche in der Gegend rumschmeißen. Das ist nicht so geil. Habt ihr mal Öl verschüttet? Ist mega anstrengend, das wieder wegzumachen. Du gehst pennen? Auf dem Sofa. Okay. Machen Sie das. Alexa, wie sieht es bei dir aus? Du musst zum Klo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sitzen. Nee, sitzen wollen wir nicht. Wir wollen... Philipp? Wer ist denn jetzt Philipp? Super. Oh. Philipp. Wo gibt's denn den Prinz Philipp? Das war doch ein Röschen, war das. Oh, Ratte. Ratte! Jetzt ist sie wieder wütend. Er ist entführt, dann Ungeziefer. Und sie muss auch zum Klo. Und das Klo ist besetzt, weil Alexa drauf sitzt. Alexa, nimmst du den Fleischbällchen, finde ich supi. Dann kannst du ein ärgerliches Häuflein machen. Hier ist doch nichts. Doch, da ist was. Alexa, nimm dir bitte ein Fleischbällchen. Tu mir den Gefallen und nimm dir bitte, bitte, bitte ein Fleischbällchen. Ja, du hast Hunger. Nimm dir doch einfach ein Gericht. Jetzt! Du bist wach und wütend über Ratten. So, dann kannst du nochmal versuchen, die Viecher auszurotten. Oh,
Was können wir denn dann machen? Du musst noch Gemälde malen, ne? Ich weiß nur nicht, ob du kannst du auch wütende Sachen machen. Wütendes Gemälde. Ja, mach mal ein wütendes Gemälde, bitte. Um dich zu beruhigen. Und ich glaube auch, das würde. Na, die sind immer noch da. Verdammt. Und ich glaube, die gehen jetzt auch in unsere Statistik, ne? Nee, da. Gemälde anfertigen gerade erst begonnen. Okay, perfekt. Das zählt damit rein. Bin ich ja mal gespannt, wie ein wütendes Gemälde von Gina aussieht. Ach du Scheiße. Okay. Also jetzt gerade finde ich es nicht so prickelnd. Es ist verschwommen. Warum ist es verschwommen? Ist immer noch ein bisschen verschwommen, ne? Alter, was malt die? Ah, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Puppe, der Kopf abgerissen wurde. Und darüber, glaube ich, ein Menschschatten zumindest. Menschschatten. Also über der Puppe steht ein Mensch, der einen Schatten wirft. Oh, wer ist denn ja schon wieder wütend? Die Perspektive ist ja geil. Bist du immer noch wütend hier mit deinem Gemälde? Ah nee, was wird das? Gina, du machst mir Angst. Mach doch mal fertig. What the fuck? Oh, ach, hallo Alexa. Na? Gottes Willen. Ja, mach mal fertig, dann können wir es verkaufen, weil das möchte ich nicht in der Wohnung haben. Das ist ja gruselig. Ja, geil. Wütende Arbeit ansehen. An Kunstgalerie verkaufen. Mach das mal bitte. Ja, super. Du hast 322 Simoleons losgebracht. Krasser Shit. So, du kannst mupfeln. Und zwar öffnen. Und zwar deine Fleischbällchen, die du gemacht hast. Ess das mal. Aber kannst ruhig mit der Alexa ein bisschen quatschen. Oh, das sind die scheiß Ratten immer noch. Dann probier du mal bitte, die Ratten auszurotten. Vielleicht schaffst du es, ja. Schließlich hast du auch das da hinten repariert. Drachenskulptur. Was war das für ein Ton gerade? Irgendwie so eine Musik. Ganz kurios. Bist du am Futter? Bist du jetzt hier am... Arun Bela, eigener Anruf. Hey Gina, ich bin's Aro. Wie wär's mit einer Verabredung? Oha! Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Der letzte, verdammt. Das ist immer so unvorbereitet bei mir, dass ich... Ich habe auch immer Gläser hier stehen. Und die Flasche steht brav in der Küche. Damit ich auch mal brav aufstehe, um zur Küche zu laufen. Um dann die Flasche zu holen, das Glas voll zu machen und dann die Flasche wieder zurückzubringen. Merkt ihr was? So, hallo Aaron, wir haben eine Verabredung. Wir machen das Inventar zu gut Tag. Wie geht's dir denn? Über Farbtheorie reden. Ich mache erstmal einen ganz normalen Plausch mit ihm. Ärgerluft machen. Oh nee, kennenlernen. Ärgerluft machen. Warum ist sie denn? Ach, wie eine Ratte. Ja, mach mal. Wir sind ja, glaube ich, wie gesagt, immer noch beste Freunde. Tiefgründige Unterhaltung. Romantik. Die stehen sich angezogen, so schön. Kompliment über Aussehen machen. Weiter geht's mit Strategie. Ah, Tag war schöner. Direkt hinterher freundlich bleiben. Oh, das fand er gut.
Das finde ich gut. Umarmen. Uäh, das ist die Eva schon wieder. Das ist die Eva, ne? Hallo? Hä? Okay. Oh. Süß. Anmachspruch? Wollen wir ihn mal anmachen? Tratschen? Oha. Oha. Du scheinst dich gut zu amüsieren, Gina. Oha. Hände küssen? Wollen wir es mal riskieren? Komm, wir riskieren es mal. Wir haben 20%, 10%, 9%. Was? Was? Es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Aufreizend posieren. Jetzt gehe ich in die Vollen. Ich hätte die Facecam anmachen müssen. Oh wow, der nimmt das an. Flirten. Catalina, das hat funktioniert. Ich finde den super. Oha. Ersten Kuss erleben, ich gehe jetzt in die Vollen. Ey Leute, oh, das muss ich hier highlighten. Leute! Ich kann's nicht glauben! Leute! Sehr kokett! Schmutzigen Witz erzählen! Bitten, Freund zu sein! Scheiße, es ist weg! Ich hab's nicht gesehen! Ah, verdammt! Romantik! Bitten, Freund zu sein! Alter! Flirten. Romantisch. Händchen halten. Die sind voll süß zusammen. Mein Traum ist wahr geworden. Ein Kuss hauchen. Und jetzt gleich müsste die Frau von dem vorbeikommen. Das wäre so krass. Leidenschaftlich küssen. Guckt euch mal. Guckt mal den da. Der Balken ist gleich voll, Leute. Es geht ab. Was geht? Was passiert hier gerade? Oha! Ist jetzt ein Heiratsantrag machen! Ich glaube, ich raste aus! Zu welcher Bank gehen die jetzt? Ach, sie geht zu einer Bank und der. Oh. Sie ist jetzt sehr kokett und sie haut jetzt sich wahrscheinlich einfach hin und macht ein Nickerchen. Ich raste gleich aus. Alter, wieso? Und du bist pinkeln wahrscheinlich, ne? Ja, du gehst pinkeln. Das kannst du ja. Aber Gina. Okay. Haben wir hier Unisex-Toiletten? Ja, pass auf. Oh, er ist immer noch kokett. Wie geil, Wange küssen. Ah, oh, wie geil ist das bitte? Verführerisch sein? Oh ja. Und jetzt müsste irgendwann ewige Liebe erklären. Haben wir das nicht schon? Nein. Ewige Liebe erklären. Irgendwann, ich glaube, wenn der Balken hier oben voll ist, kommt nämlich Zuneigung ausdrücken. Kommt, überreden, Frau zu verlassen. Verführerisch flüstern gibt's auch. Ey, ich glaub das nicht. Süßholz raspeln. Mach alles. Komm. Hau raus. Wange küssen, kannst du von mir aus auch nochmal machen. Wange streicheln, bitte, immer gerne. Ewige, das haben wir schon, einen Kuss hauchen, das haben wir auch schon. Was haben wir denn noch bei Romantik? Komplimente über Aussehen machen. Ich glaub das nicht, ne? Ich glaub das nicht. Überzeugen, ihr Partner zu verlassen. Oh mein Gott! Heißt das ja? Ich glaube, das heißt ja. Gina hat Aaron überredet, seinen Gatten zu verlassen. Seinen Gatten? Er ist doch eine Sie. Ich bin sprachlos. Also nochmal. Danke, Catalina, dass du mir da
weitergeholfen hast. Und ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ich hoffe. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob er wirklich so ist. Weil ich habe da immer so ein... Ja, da steht... Okay. Jetzt habe ich schon mal so ein Talent gehabt bei Minecraft, dass ich das nicht richtig aussprechen konnte. Und ich glaube, ich habe... vielen Dank für die tolle Verabredung. Bis bald. Herzchen. XO, XO. Gott, ich bin so begeistert. Ich kann... Ich zeige euch gerade das Bad hier und Toiletten und so weiter. Ich komme gerade überhaupt nicht zurecht. Ich bin... Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Folgen geschafft, den jetzt rumzubekommen. Und davor habe ich wie lange gebraucht und wie oft gefailt. Wir können... Ja, wir können ihn jetzt eigentlich fragen beim nächsten Mal, ob er bei uns einziehen will. Dann haben wir... Boah, und dann holen wir uns erstmal ein großes Bett. In dem kleinen Zimmer. Ich hoffe, das passt überhaupt. Und ja, dann müssen wir uns eigentlich eine große Wohnung suchen. Ne? Und dann hätte ich dann ganz noch irgendwie noch eine Mitbewohnerin. Ich glaube, ich lasse die Evolina einfach einziehen. Aber die hat mit der Gina geflirtet. Nicht, dass sie nachher eifersüchtig ist. Ja, fahren wir mal nach Hause, ne? Krass. Krass. Ich bin zu weit weg. Krass. Ich kann das nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich muss mal eben mit dem Mikrofon rumspielen. Moment. So. Nee, so ist doof. So ist gut. Ich bin fassungslos. Ich bin einfach fassungslos, dass wir das geschafft haben. So, wartet mal ganz kurz. Ich guck mal eben, wo... hier ist ja das Luxus... Apartment, ne? Dann sind Luxusviertel, dann sind die doch wahrscheinlich hier auch. Weil das Apartment hätte ich gerne. Das ist nämlich das größte Landgrab. Feng. Wo sind die eingezogen? Da, doch nebenan. Ah, okay. Die wohnen nebenan. Aber haben die nicht gesagt, die wohnen im Luxusviertel und nicht noch im Mode. Wir sind noch Modeviertel, ne? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, nach Hause wollte ich. Dann ist erklärbar, warum die ganze Zeit bei uns hingen. Und ja. Ich überlege gerade noch Sachen hier nebenbei im Hintergrund noch laufen, aber ich glaube, das passt alles. Ja, also ich bin begeistert. Ich bin ultra begeistert. Also vielen, vielen Dank, dass das für den Tipp. Ich hätte irgendwann immer das gemacht, was ich vorher auch gemacht hätte, halt irgendwann aufgegeben. Ich hatte ja schon einen Plan B und sie ist immer noch sehr kokett. Wollen wir mal schauen, ob der noch Bock hat, vorbeizukommen? Liebe! Oh Gott, der Balken. Beide Balken sind komplett voll. Du hast Hunger und du bist müde. Dann, kokette Herzkekse backen. Oh ja, bitte. Er wird gleich da sein. Oh Gott. Oh Gott, Gott, Gott. Er ist schon da. Ja, kommst du rein, die Tür ist offen. Ja, ich bin ja so selbstsicher und verliebt. So. Ja, du, ich backe jetzt gerade erstmal Kekse. Magst du reinkommen? Süße, als raus bin, bitten zu gehen. Aufreißen. Kann er nicht vorbeikommen? Ich hoffe, sie backt erstmal ihre Kekse weiter. Oh. Kokette Herzkekse. Ich bin komplett sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen, die doch noch zusammenzubringen. Ich hätte das wirklich mit Facecam aufnehmen müssen. Komplett sprachlos. Komplett, Leute. Ich bin komplett sprachlos. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass... wie sind das grün? Okay. Ich würde sagen, grün ist es doch nie. So, du kannst Fleischbällchen essen! Hatten wir nicht noch Spaghetti? Wir haben noch Brotstangen. Was macht sie? Warum stellt sie die denn dahin? Aje. Oh, ist das süß. Sie sind so kokett, die beiden. Warte, oh stopp. Was kochst du denn da Schönes? Das riecht super. Achso, das sind die, nein. Okay, bauen wir mal ganz kurz Ginas Zimmer um. Wieso habe ich keine Wände? Das passt doch never. Großes Bett in das Mikrozimmer. Wie soll das denn funktionieren? Moment mal eben, ich muss mich mal anders hin. Ich weiß, warum ich hier nicht drauf komme. Ich habe das Kissen hinter mir. Kissen beiseite geschmissen. Ich soll noch mehr Platz am Stuhl. Ha!
erzähl's immer. Ja, das Aquarium, das kann auf jeden Fall weg. Das braucht man nicht. Hallo? Weil das war rausgeschmissen Geld. Die Büste finde ich eigentlich noch ganz cool. Problem ist, wir haben halt einfach keinen Platz dafür. Die tun wir mal ins Inventar, genauso wie den Schrank. Die Gitarre stelle ich mal. Kann ich die hier drunter stellen? Ja, kann ich. Ja, das Bett packe ich auch mal ganz kurz ins Inventar. Ich hätte ganz gerne das gleiche Bett wieder. Ich muss immer noch ein Vampirhaus bauen. Komfort. Das gleiche Bett wieder. Das gibt es ja auch in Groß. Wo ist es denn? Da. Ich finde es nur in Groß ziemlich hässlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ah je, das passt überhaupt nicht. Das passt nicht in ihr Zimmer, weil ich glaube, da ist die Vase im Weg. Hier geht es nicht wegen der Tür. Hier und so geht es nicht. Weil uns der Wand fehlt. Verdammt. Ich hätte ganz gerne Techtelmecht für die beiden. Nee, das Zimmer ist viel zu klein. Das Zimmer ist leider viel zu klein. Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns ein neues Apartment suchen. Ich frage ihn aber jetzt trotzdem, ob er bei uns einziehen möchte. Das müsste ja eigentlich trotzdem klappen. Weil das hätte ich ganz gern verführt sein. Nee. Heiratsantrag machen? Schnüffrige Frage stellen. Nee, Gina, geh mal bitte nicht pennen. Geh mal bitte nicht pennen. Wir müssen erstmal hier weitermachen. Ich möchte gerne, dass der Herr bei uns einzieht. Wir können einen Heiratsantrag machen. Techtelmechtel können wir, glaube ich, nicht machen, weil es einfach nicht möglich ist, aktuell hier einen Techtelmechtel zu erledigen. Sie möchte nochmal Kekse backen. Ich wette, du möchtest nicht gestört. Was sind das für Menschen? Zum Mittagessen? Bin ich denn jetzt draufgegangen? Auf den Ofen wahrscheinlich. Wange küssen. Ich möchte gerne Massage anbieten. Ja, warum nicht, ne? Bitten zu gehen, nicht flirten. Flirten können wir aber auch nochmal ganz gerne. Ich möchte, dass der bei uns einzieht. Schlüssel hat er zwar schon, aber ich möchte da wirklich bei uns einziehen haben. Leidenschaftlich küssen, das können wir nochmal machen. Komplimente, was? Rose anbieten, ja, mach das mal. Wie muss ich da freundlich sein, vielleicht? Da, bitten einzuziehen! Oh, Leute! Ah je. Rose? Hat er jetzt ja gesagt? ich weiß ja jetzt nicht, was das für eine Aktion von ihm war, aber zusammenziehen, Klicker auf OK, auf Haushalt aufteilen, verschmelzen, ja, gerne. Drücken wir OK. Die Wohnung, die die hatten, ist ja viel, viel kleiner, ne? Warte mal. Wir haben jetzt ihm gesagt, bitten einzuziehen, nicht zusammenziehen. Nicht, dass wir jetzt... Ah, oh Gott, wollen wir das Kind mitnehmen? Florian Beder, wollen wir knallhart das Kind mitnehmen? Jetzt mal ohne Scherz. Ich meine, wenn wir jetzt mal also in der heutigen Gesellschaft das mal vergleichen, wenn... Gibt es ja das... Partner sich entfernen und sich einen neuen Partner suchen und dann steht man da halt leider verheiratet mit Kind. So, dann ist halt die Frage, wo kommt das Kind hin? So, bevorzugterweise selbstverständlich bei der Mutti. Mutti werden wir aber wahrscheinlich nicht so oft wiedersehen und ich finde es halt irgendwie ziemlich cool, das Kind mitzunehmen, weil dann haben wir was von dem Kind, so ein bisschen. Klar können wir irgendwann noch ein eigenes machen. Aber wir haben halt ein Kind, wir haben irgendwann ein Kleinkind, brauchen auf jeden Fall eine größere Wohnung, weil es kann ja sein, dass die Mutter sagt, knallhart, sorry für die Wortwahl, leckt mich am Arsch, ich hau jetzt ab. Wenn du mich betrügst, dann kannst du dich auch ums Kind kümmern.
Wisst ihr, was ich meine? Gibt es ja alles. Deswegen, wenn es funktioniert, nehmen wir das Kind mit in die kleinste Wohnung, die es hier überhaupt gibt. Und beim nächsten Mal müssen wir uns um eine Wohnung kümmern. Ich finde das super gerade, weil das Kind werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Das wird wahrscheinlich auch immer die ganze Zeit ein Baby bleiben, weil ich hätte die Alterung ja außerhalb des aktiven Haushaltes aus. Also nehmen wir das Kind mit. Die Frau können wir ja besuchen, ist ja kein Thema. Krass. Wir haben jetzt einen Partner, der bei uns eingezogen ist, mit einem Kind, und heiraten werden wir auch irgendwann noch. Wenn wir unser eigenes Kind mit dem kriegen. 75 Punkte hat das bekommen. Ich finde das gerade total geil und ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge schon geht. Ich bin mal gespannt, wo das Kind jetzt ist. Der Kokett und der Shield. Wo steht denn das Kind jetzt? Wir haben das Kind mitgenommen, ne? Ja, super. Wo ist denn das Kind? Das ist zwar da, aber wo steht's vor? Es sagt nicht, das steht vor der Haustür. Nee. Wo ist das denn? Florian Beder. Noch ein Florian. Hatten wir nicht schon mal Florian? Was ist das denn bitte? Das muss ja irgendwo stehen. Das kann ja höchstens hier irgendwo stehen dann eigentlich. Da ist ja am meisten Platz. Oder in der Küche halt noch. Aber ich sehe es halt gerade gar nicht. Wo ist denn unser Kind? Ich suche es gerade außerhalb des Grundstücks irgendwie. Ja, da kann es ja nicht stehen. Wo ist denn das? Oder weil die noch im Flur stehen vielleicht? Er kann ein Grundstück nicht verlassen. Wieso kann ich das Grundstück nicht verlassen? Du kannst das Grundstück nicht verlassen, wenn sich ein Baby in dein... Ach, im Inventar! Im Inventar haben wir das Baby! Gut. Da kann ich es hinstellen, aber dann komme ich ja nicht mehr ins Bett. Ah je, wo soll ich denn das Kind jetzt hinstellen? In die Küche? Bei Jean... Nein, ich kann es ja nicht bei Alexa ins Zimmer stellen. Hier mitten ins Wohnzimmer. Ja. Ich kann das Inventar nicht verlassen. Warum hat Florian eine... Okay. Es ist so paradox, dass wir jetzt ein Baby im Wohnzimmer stehen haben. Ja gut, die nächsten Folgen werden, glaube ich, Baufolgen werden, weil wir uns quasi ums neue Apartment kümmern. Und auf jeden Fall wieder Apartment, nicht Haus. Haus kommt später. Aber noch können wir ja Apartment nehmen. Ich gucke jetzt mal, was es so gibt in groß. Was klingelt denn hier bei der Gina? Ich habe gehört, dass du dich mit Aaron triffst. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Freund, ja. Und Baby. Ich mache mal eben Pause. Ja, ich schaue jetzt gleich mal, was es so gibt an Wohnungen. Aber ich glaube echt, dieses ganz, ganz große im Luxusviertel wird das Apartment sein, was wir uns holen. Und dann mal schauen, ob ich jetzt Baufolgen mache oder es einfach komplett renoviere und dann nochmal neu hochlade. Weiß ich noch nicht, das entscheide ich dann spontan. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben einen Freund und ein Baby. So schnell kann's gehen. Tschüss.